Haben so langsam Tag, also kommt Strom rein, das ist gut. Du warst das kleine Ding, was ich gesehen habe. Weg. Du hast nur 57.000, das ist okay. Komm mit. Das sieht gerade jetzt einfach nur einen Erinnert-Fakt ab. Das ist okay. Wäre schick, wenn ich zwei Gründe bauen könnte nach dieser Aktion, aber ja, einer ist besser als keiner. Okay, vorsichtig. Oh, Moni ist alle. Ah, nächstes Mal ein bisschen mehr mitnehmen, ne? Also sowohl mehr ballistische Munition als auch mehr Türme und mehr Mauern. Aber hey, drei Basen geht. Also sehr kleine Basen zugegeben, aber ne, besser als nichts. Das heißt, da ist schon mal sichergestellt, dass sie nicht zu Riesenbasen ranmutieren. Davon habe ich schon mehr als genug. Research muss ich gleich auch mal gucken, wie sich die Tränke stauen, aber ich denke, das geht langsam. DNA haben wir 8000 fast. Das sollte ich auch verbrauchen. Wie viel hast du? Du hast 56. Kommt mir das so vor, das ist auch wieder wenig. Also ich weiß, dass... Kannst du operieren? Die eine Mine, die wir gebaut hatten, die hatte doch irgendwie 150 drin gehabt? Oder bilde ich mir das jetzt nur ein? Ne, 150 klingt viel. Okay, bei meinem nächsten Angriffsversuch werde ich also nicht nur mehr Sachen mitnehmen, wie ich eben gerade gesagt habe, sondern auch die beiden Minen, die Illyrium-Minen mitnehmen und ein paar Solarzellen und Akkus. Dass ich so eine Art Instant-Außenposten hier hinbaue mit zwei Minen, Solarzellen drumherum, ein paar Akkus, um Energie für die Nacht zu speichern und dann Türme. Dann bräuchte ich aber echt ganz schön viel, oder? Ja. Na gut, aber sonst komme ich nicht an das Illyrium ran und ich brauche das Illyrium für die Lila-Tränke. Unter anderem. Auch für ganz viele andere tolle Sachen, aber für die Lila-Tränke bräuchte ich es primär. Weil ich hätte schon ganz gerne eine Sache mehr tragen können bei den Robotern. Das würde wieder einen riesen Unterschied machen. So, schön großen Bogen darum machen. Auf dem Rückweg mal kurz bei den Fischis vorbeigucken. Auch wenn ich nicht denke, dass er so schnell was nachspawnt. Und das sollte echt reichen für eine Weile, ne? Ja, ich denke schon. Da war gerade ein Angriff irgendwo losgetappert. Nö. Hier unten schon mal nichts. Ah, okay. Abwarten. Gucken, ob sich das verändert später. Tor habe ich ja nirgendwo, kann das sein? Ja, das ist nicht gut. Mach mal ein Tor hier südöstlich, dass ich da schnell raus kann, wenn ich denn muss. Dich kurz hinstellen zum Operieren, damit du kein extra Stack brauchst. So, bau Tore. Da. Und zwar auf Höhe vom Strommast. Muss alles weg hier. Das sieht okay aus. Ich brauche eine Kiste. Da, wir haben... Wir haben nur noch 6200 Eisen. 1700 Kupfer. 1200 grüne Chips. Fast keine roten Chips, sehe ich nur unten ein kleines bisschen. Blaue sind auch nicht voll. Also was Ressourcen angeht, es ist ein bisschen grenzwertig gerade. Dafür 2800 Kupferdraht. Ich habe die Kiste nicht beschränkt, oh. Wie schaut das hier unten aus? Du hast keinen Grinder. Ja, Grinder kann ich theoretisch gleich bauen, wenn ich mir rote Chips abgeholt habe. Na, hier staut sich das. Das war nicht gut. Warte. So war besser. Genau, hier staut sich nirgendwo irgendwas Flake-artiges. Nee. Genau.
große Chips abholen, Grinder bauen, Grinder dahinsetzen und dann dafür sorgen, dass sich Kupfer ein wenig besser erholt. So, Essenszeug hier und hier. Geht hoffentlich schön schnell hoch. Rest auch auftanken. Gut. So, da wird alles weggefangen. Und auch alles gleich verbraucht. Wie sagen die Tränke? Die sagen... Hellblau fehlt noch. Aber es sind auch mindestens 30 in jedem drin. Und das sind 10 Stück. Also 300 hellblaue Tränke hätten wir auch auf Vorrat. Die Suki. So, wo... Da... Wo wird das Draht abgeholt? Warum forderst du Draht an, wenn du direkt nebenan eine Fabrik hast? Das hatte ich, glaube ich, mal als temporäre Lösung genommen gehabt, aber das brauche ich doch gar nicht wirklich. Und ich habe nur die 2800 Draht im System, weil halt jede Kupferfabrik eine Kiste hinten dran hat mit zwei freien Slots. Deswegen kommt es auf 2800. Ich habe da nichts vergessen. Es läppert sich halt nur hoch. Ja, trotzdem nicht so wirklich gut. Warum kommen hier keine Eisenplatten an? Ah ne, grüne Chips sind hier voll. Stimmt, grüne Chips waren nicht wirklich das Problem. Das Problem waren die roten. Und die roten brauchen... Fehlt ihr Plastik? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Plastik fehlt. Nee. Fehlen hier grüne Chips? Die sind doch direkt neben... Irgendwas läuft hier nicht. So. Du forderst keine grünen Chips an, weil die Fabrik direkt nebenan ist, aber die Chips, die nebenan hergestellt werden, landen da in dem in der Kiste und werden von da aus gleich weiter transportiert. Ja, also forder bitte auch grüne Chips an, obwohl du direkt nebenan eine Fabrik hast. Das ist doch komisch. Also eigentlich sollte ich so machen, dass die grünen Chipfabriken, die Rotchipfabriken versorgen, keine rote Kiste haben. Und dann bräuchte ich extra grüne Chipfabriken, die dann grüne Chips herstellen für andere Sachen, die grüne Chips brauchen. Wie zum Beispiel die Sachen hier drüben. Also ist das gerade eine sehr komische Situation. Was sagen die anderen Fabriken? Die anderen Fabriken arbeiten. Alternativ könnte ich die Reinleg-Kistchen hier auch gelb, Reinleg-Ärmchen hier auch gelb machen. Damit das blaue Ärmchen schneller was bekommt. Ich teste. Ja, das untere Ärmchen bräuchte jetzt grüne Chips. Holt sich aber nie welche, weil anscheinend das obere blaue Ärmchen einen guten Rhythmus hat und das immer genau wegfängt, wenn es spawnt. Ja, gib mir gelbe Ärmchen. So, dann wird das Problem hoffentlich auch gelöst. Das heißt, hier machen wir das genauso. Die Reinlegärmchen sind nur langsam. Und jetzt kann der sich das wegschnappen. Gucken wir, jetzt ist gleich eins fertig. Und zack, zack. Jo, super. Sehr schön. Also rote Chips klappen dann auch wieder. Gib mir rote Chips. Ich brauche die für irgendwas, was ich vergessen habe. Genau, den Grinder. Du Grinder, bau. Go. Dann wollte ich auch noch Akkus und Solar Panels haben. 12 Stück werden reichen. Vor allem ein kleines bisschen. So. Und dann hätte ich ganz gerne die Minen. Die da. Ruhig 50 Stück. Ich denke nicht. Achso. Oder ich nehme sie einfach direkt raus. Einfacher. Gut. Zu britzeln. Kohle läuft soweit okay. Die da unten haben kein Fuel, weil die Kohle nicht ankommt. Aber Strom ist in Ordnung, oder? Na, Strom ist in Ordnung. Das heißt, die laufen hier nur mit 60er Temperatur. Was ein bisschen schade ist, aber na gut. Die hier bräuchten eigentlich nur Steam Engines. Genau, im Weg, ne?
Jetzt müssen wir später gucken, wie wir so umbauen. Aber nee, ich werde das jetzt nicht auch noch erweitern. Ich wollte eigentlich nur runter zum Kupfer. Enemy Base detected. Gut. Nimm Grinder. Dahin legt die Flakes da drauf. Und die Schmelzöfen kommen jetzt nicht hinterher. Das heißt, eigentlich müsste ich das so umbauen, dass es mehr Schmelzöfen gibt, richtig? Also einfach hier Schmelzöfen hinsetzen. Mama. So. Lange Ärmchen raus. Kurze Ärmchen rein. Das passt. Gut. Dann fordere doch bitte auch nochmal Schmelzöfen ein. Davon sollten auf jeden Fall welche im System sein. Und falls es sich irgendwann mal stauen sollte, sind das rote Kisten inzwischen. Das ist okay, auch wenn die nicht im System drin ist. Aber was soll's. Oh, ein Kohle-Ding ist weg. Ja, das wird hier nach und nach aufgefressen, ne? Das stimmt schon. Du bist auch bald leer. Putze, so nachts. Hält es sich noch auch ganz gut. Du bist auch fleißig am Arbeiten. Nee, das scheint so zu gehen. Ich brauche gar keine weitere Schmelze. Aber ich baue trotzdem eine, weil es ist nicht immer gleichbleibend. Und das so. Schmeiß das raus. So. Gut, damit haben wir jetzt hoffentlich Kupfer ein wenig in Schwung gebracht, weil das ist von 1600 auf 1000 runter. Genauso wie Eisenplatten von 6400 auf 5500 runter sind. Sind hier jetzt nicht dramatische Sprünge nach unten? Aber dennoch. Ja, hier bräuchte ich eigentlich auch noch viel mehr Grinder. Und mehr Erz. Und überhaupt mehr alles. Gut. Ich sollte zu meinem... Erstmal das ganze Kampfzeug wieder rausschmeißen. Weil ich erstmal zwei, drei Folgen Pausen mache zwischen dem nächsten Kampfeinsatz und diesem hier. Mach hier aus mal die Lederkiste. So. Kampfzeug. Nee, das nicht. Weg. Weg. So. Dann jetzt einmal das ganze Inventar vollklatschen mit Stein und daraus keine Lenfel machen, sondern Ziegel oder Mauern. Wobei, was sagt das System? Wir haben 238 Mauern. Das ist nicht so viel. Nee. Okay. Also ein Supply Run zu dem Steinaußenposten machen, komplett Stein abholen, Stein ins System schmeißen und dann gucken, ob die Anlage noch ordentlich läuft, die aus Rohstein Steinziegel macht. Beziehungsweise gleich Mauern. Das weiß ich nicht, ob ich das schon automatisiert hatte. Aber ich glaube schon. Ich hätte immer noch keinen. Ja. Sollte mich echt besser um euch kümmern, ha? So. Wobei das Schlimmste, was passieren kann, ist, es wird alles komplett zerstört. Das wäre zwar schade um eine Kiste voll Stein, aber es gibt noch ein paar andere Steinaußenposten, die ich genauso schnell hochziehen könnte. Dies ist also okay. Das hier ist allerdings nicht okay. Ja, das war jetzt doof von mir. Bau dich dahin. So. Mach das hier mal weg. Nein. So. Du warst das mit Grün, richtig? Das bitte hier einmal komplett hinsetzen. Oh,
gerade dabei bin, kann ich hier weitermachen.